Es tauchen viele Videos von Erdbebenopfern auf. Ein Ratschlag, damit wir die Würde der Opfer schützen. Wallahi al-Azim, das ist sehr traurig. Von einer Seite sehr schön, dass man den Leuten helfen will, dass man wirklich einen Beitrag leisten möchte. Aber dass man sein Bild profitieren wird und dass man sich bekannt machen will auf Rücken von Opfern, die natürlich eine schwere Situation haben, das finde ich sehr schlimm. Und wo bleibt Ikhlas? Wo bleibt dieser Ikhlas dabei? Manche Leute, die wollen nur sich zeigen. Und jeder kommt und der macht sich so ein Bild und ich helfe und ich helfe und ich helfe. Wenn du helfen willst, dann kannst du auch helfen, ohne deinen Namen zu sagen, oder? Wenn du das für Allah subhanahu wa ta'ala machst, wenn du das für die Leute machst. Aber das ist eine Art geworden. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten gab es ein syrisches Mädchen, zwei syrisches Mädchen, die haben erzählt, dass sie keine Jacken haben und dass sie keine Klamotten haben. Und auf einmal kamen diese YouTuber und TikToker und ich weiß nicht was und jeder bringt Jacken und der macht das auf und so weiter. Der macht Bilder und der tut das in TikTok und YouTube und so weiter. Warum machst du das? Wo warst du vor 5 Jahren, als diese Leute in Schnee gelebt haben und die haben kein Holz gehabt und die haben keinen Diesel gehabt und die haben gar nicht gehabt? Warum hast du damals nicht geholfen? Und jeder will sich profilieren und bekannt machen durch solche Sachen. Dies ist, barakallahu fikum, sehr schlimm, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass man auf Rücken von Opfern sich bekannt macht. Ich finde das in Ordnung, dass man den Leuten hilft und dass man aber nicht missbraucht. Und ich finde, es gibt viele Leute, die missbrauchen. Ich meine, tut mir leid, wenn ich das erzähle. Es gibt solche Leute, die wirklich kein Akhlaq haben, kein Charakter, kein Benehmen. Die sind nix. Und einige von ihnen sind Drogendealer. Und jetzt machen sie so ein Bild von einem Erdbebenopfer und die weinen, ja, und die zeigen, dass sie Mitgefühl haben. Ja, was du machst, dass du Drogen verkaufst, da machst du schlimmer als Erdbeben mit den Kindern. Wir haben hier bei uns jemanden, der manchmal gebetet hat, und es gab einen Bruder, sein Sohn. Der hat ihm dieser, der hier gebetet hat manchmal, möge Allah subhanahu ihn recht leiten, der hat ihm Drogen verkauft. Der Junge hat Überdosis genommen und dann hat man seine Hand amputiert, geschnitten. Und der war circa einen Monat in Koma und er könnte sterben. Und überlegt euch, der kommt auch, ich meine, diese Person dann sagt, ja, warum machen wir nicht für die Muslime? Ja, was hast du gemacht? Du hast einen Muslim kaputt gemacht. Und deshalb, manche Leute reden jetzt von Erdbeben und was. Na, wartet mal nur. Wartet mal noch 2 Wochen, 3 Wochen. Da werden sie wieder anfangen mit Tanzen und mit Musik und mit Haram und als ob nichts passierte. 2002 gab es Tsunami in Indonesien. Die Länder um Indonesien, die haben als sozusagen Respekt, die haben gesagt, wir werden kein Silvesterfeier machen. Indonesien selber hat Silvesterfeier gemacht. Das ist die Sache, was wir hier haben. Deshalb, barakallahu fikum, genau dies ist zu sehen heute bei manchen Leuten. Diese Leute, die Muslime dazu aufrufen, dass sie Haram von früh bis Abend machen, die verstehen nicht, dass solche Erdbeben kommen als Warnung für solche Themen. Eine Person, die ganze Zeit in TikTok und Musik und Tanzen, eine Frau, die ganzen Körper zeigt und die verkauft sich im Internet, damit die Leute sie sehen. Und dann jetzt auf einmal ist sie die Gütige, die hilft und unterstützt. Ja, und danach, was macht sie? Am Tag Nonne und Abend Hure? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah al-Musta'an. Das ist sehr schlimm, dass man das Leid
von den anderen missbraucht, um sich zu zeigen und um sich zu profilieren oder um einen Ruf zu bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wer Gutes machen will, aber leider, wir sind in einer Zeit, wer Gutes machen will, braucht sich nicht zu zeigen. Aber wir sind in einer Zeit, jeder will von dir ein Bild haben, jeder will, warum? Weil einige Leute solche Hilfsmöglichkeiten missbraucht haben, ausgenutzt haben. Und deshalb ist das so geworden. Ich rede nicht über alle Leute, es gibt sehr gute Leute. Ich finde das in Ordnung, dass man hilft, dass man unterstützt, auch wenn man schlechten Weg hat oder wenn man Sünden begeht. Kein Problem. Aber nicht diese Art, ein Kind aufzunehmen und zu zeigen, schau mal, ich bin gut. Das ist Missbrauch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.